Die Stimme für Erfolg, Episode 042. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Hallo lieber Podcasthörer, ja, da bin ich wieder mit einer Unterbrechung. Ich habe das letzte Mal keine Episode gebracht, das hast du vielleicht gemerkt, aber ich war dermaßen erkältet, ich habe überhaupt keinen Ton rausgebracht und das hätte ich dir auch nicht zumuten wollen, nur so eine Geräuschkulisse von meiner Stimmruine. Inzwischen geht es wieder langsam, aber ich habe immer noch Husten, deswegen kann es sein, dass ich ab und zu hier unterbreche. Falls du das merkst, ich meine, ich werde das natürlich dann zusammenschneiden, aber es gibt ja immer ein paar Unterschiede dann in der Aufnahmequalität. Ja, heute geht's wieder los und es erwarten dich auch in den kommenden Episoden einige sehr interessante Interviewgäste. Ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon eins machen, ein Interview bringen mit einer Logopädin. Das haben wir jetzt verschoben, das gibt es Ende Februar. Aber es kommt in jedem Fall und noch einige andere ganz interessante Gäste. Ich spreche heute mal darüber, wie wir uns häufig verhalten, wenn wir mit anderen Menschen reden. Dazu möchte ich vorweg mal einen kleinen Witz bringen. Es ist eine Episode, die so wohl passiert ist. Und zwar geht es um den belgischen Geiger Eugène Ysaÿe. Und der war, wie viele Künstler, und dann nehme ich mich natürlich auch nicht aus, schon etwas ich-bezogen. Das muss man, glaube ich, auch sein, weil man muss sich ja sehr stark mit sich selber beschäftigen. War man gut? Ist man gut rübergekommen? Hat das Publikum einen gemocht? Also all diese Fragen beschäftigen einen Künstler, egal was er macht. Ob das jetzt am Theater ist, auf der Bühne, oder ob ich ein Instrument spiele. Egal, also jeder Künstler, Filmschauspieler genauso oder Schauspieler generell, sind in einer gewissen Weise wahrscheinlich eitler als andere Menschen. Und ja, und kommen wir zurück auf den belgischen Geiger Eugène Ysaÿe. Der war wie die meisten Künstler eben stark ich-bezogen. Und eines Tages fasste sich aber ein Freund ein Herz. Eugène, du bist der beste Geiger der Welt, ein begnadeter Dirigent und Komponist und du bist ein wundervoller Mensch. Aber du hast, ja, wie soll ich sagen, einen großen Fehler. Du sprichst immer nur von dir. Ysaÿe zerknirscht, gelobte Besserung. Ein paar Wochen später sieht er den Freund auf der anderen Straßenseite, steuert direkt auf ihn zu und fasst ihn am Revers. Erschrick nicht, mein Freund, sagt er sicher. Denkst du, ich rede wieder nur von mir? Aber weit gefehlt, ich habe meine Lektion gelernt. Heute reden wir nur von dir. Wie hat dir meine neue Sonate gefallen? Ja, ich bin nicht der große Witzeerzähler. Ich weiß, ich kann das nicht so toll, aber ich glaube, du hast die Pointe begriffen. Es ist häufig so. Bei jedem von uns. Wir sehen jemand, wir treffen uns mit jemand und der erzählt eine eigene Geschichte und schon grätschen wir rein und erzählen unsere eigene. Wir gehen häufig gar nicht auf den anderen ein. Was hat der eigentlich für ein Problem gehabt? Warum ist ihm das passiert? Nein, ich muss sofort meine Geschichte erzählen. Angenommen, du hast eine Geschäftspräsentation vor und die potenziellen Kunden sitzen da und hören sich deine Präsentation an. Wie beginnst du die? So wie die meisten es machen und sagen, wir haben das tollste Produkt, wir haben das und das und dieses Produkt hat diese und diese Vorzüge. Und wir sind überhaupt die Größten, wir haben in unserem Team das Beste zusammengestellt und unsere Firma ist weltweit führend, bla bla bla. Glaubst du nicht, dass der Kunde sich ein wenig übergangen fühlt?
denn du gehst überhaupt nicht auf seine Bedürfnisse ein. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Ich sage das jetzt einfach in der Du-Form, weil es vielleicht so auch besser rüberkommt. Ja, wir haben sehr viel einen ganz ausgeprägten Egoismus. Ich merke das ja auch oft bei, ich bin ja Texterin auch, wie du weißt, Werbetexterin, und ich sehe das bei ganz vielen Webseiten zum Beispiel oder wenn ich selber Briefe bekomme, Werbebriefe. Es ist immer das, ja, wir sind die Größten, wir haben das, ich habe mir das gedacht und ich habe festgestellt, es ist immer das Ich und das Wir. Aber das will dein Kunde gar nicht hören. Dein Kunde will hören, was für ihn drin ist. Was ist in drin für ihn? What's in for me? Und deshalb sollten wir schon mehr auf den anderen eingehen. Wir sollten mehr darauf bedacht sein, was will mein Zuhörer hören, wenn ich ihm eine Präsentation mache oder wenn ich eine Rede machen muss vor anderen Menschen. Man sollte schon mehr eingehen auf das, was der Zuhörer möchte. Er möchte sich nämlich angenommen fühlen. Er möchte das Gefühl haben, du machst das für ihn. Und nicht für dich. Keine Selbstbeweihräucherung. Das wäre erstens mal nicht so höflich und zweitens mal wäre es auch nicht so nett. Und es ist eigentlich nicht in Ordnung, dass man das macht. Denn du willst den Kunden ja an der Angel haben. Also musst du immer von ihm ausgehen. Du solltest immer überlegen, was ist sein Bedürfnis? Warum braucht er dieses Produkt? Wobei hilft ihm das Produkt? Was ist sein Hot Button? Oder was lässt ihn nachts nicht schlafen? Warum braucht er dieses Produkt oder diese Dienstleistung unbedingt? Geh von ihm aus. Geh in seine Warte und überlege dir, wie du ihm das schmackhaft machen kannst. Worauf ist er aus? Und in dem Moment, wo du an deinen Kunden oder an deinen Zuhörer denkst, gehst du mit deiner Stimme ganz anders um. Das kannst du mal ausprobieren. Wenn du von dir sprichst, dann wirst du hektischer in der Regel oder du wirst drängender. Während wenn du dich auf deinen Zuhörer einlässt, dann wirst du ruhiger. Die Stimme entspannt sich besser und du wirkst auch entspannter. Vor allen Dingen tritt dann der Fall ein, dass du zuhörst. Du hörst, was er will. Du hörst ihm zu und sagst nicht, hey, wir haben die besten Sachen. Nein, du sagst, das können sie von uns erwarten. Sie sind unser Kunde und sie sollen sich wohlfühlen. Sie sollen das bekommen, was sie sich wünschen. Und solche Verkaufsgespräche oder Reden oder Präsentationen sind ja auch immer ein Verkaufsgespräch. Man verkauft sich oder sein Produkt oder sein Angebot, aber immer in dem Hinblick, was hat der Kunde davon? Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es ist wirklich, wenn du mal aufpasst und wenn du dir mal Werbetexte durchliest, es ist ganz, ganz oft, ich kann sagen, ich glaube schon zu 70%, dass man nur sieht, wie eine Firma von sich spricht. Es ist immer dieses Wir oder dieses Ich oder unser Bestreben oder wir haben uns gedacht. Es ist nie der Kunde oder der Leser oder der Interessent im Mittelpunkt. Aber das solltest du dir merken, wenn du es nicht eh schon machst, dass du dich wirklich auf deinen Zuhörer oder auf deinen Leser einlässt und dich in seine Lage versetzt. Dann wird es ein prima Gespräch, dann wirst du auch vertrauenswürdig, du wirkst authentisch und du musst nichts verkaufen in dem Fall, sondern du lässt dich ja auf den anderen ein. Und in dem Moment, wo du das tust, wirst du merken, dass deine Zuhörer dir zuhören. Sie sind gespannt, was du ihnen zu sagen hast, denn sie wittern ja einen Vorteil für sich. Und das machen sie nicht, wenn du nur von dir sprichst. Dann klappen die Ohren zu, dann winken sie ab und
Das ist einfach auch ein psychologischer Trigger, den man anwenden sollte, wenn man etwas verkaufen will. Und in jedem Fall tut man etwas, in jedem Fall verkauft man eigentlich immer etwas. Und wenn es auch nur seine Meinung ist, das macht schon ein Baby im Kinderbett, wenn es auf sich aufmerksam macht. Es verkauft sich, weil es will ja Anerkennung haben. Es will irgendwie im Mittelpunkt stehen wollen. Es hat ein Bedürfnis und das sagt es auch. Und im Grunde haben wir uns das ganze Leben ja nicht geändert. Wenn wir ein Bedürfnis haben, dann gehen wir hin und suchen danach, was dieses Bedürfnis stillen könnte. Und wenn wir dann ein Gegenüber haben, das nur von sich redet, wird dieses Bedürfnis sicherlich nicht von dem gestillt, sondern wir suchen uns jemand, wo wir das Gefühl haben, hey, der geht auf mich ein, der befasst sich mit mir, der beschäftigt sich mit mir, der hat genau das, was ich brauche und er versteht mich. Das ist Vertrauensaufbau mit dem Kunden oder mit deinen Zuhörern und nicht ein Ego-Trip. So, ich merke, die Stimme lässt schon wieder nach. Ich verabschiede mich deshalb jetzt, bevor sie gar nicht mehr tut. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns das nächste Mal, den nächsten Dienstag wieder. Und ich freue mich auf dich. Also, mach es gut und denk dran, höre mal zu und sprich nicht von dir. Denn dann wirst du sehen, dass sich die Leute auch für dich interessieren. Ach, übrigens, die kleine Episode, die ich eingangs erwähnte, die stammt aus einem kleinen Witzebuch. Witze für die Notentasche. Ich habe die damals in meinem eigenen Verlag herausgebracht. Mein Mann hat die Witze oder die Episodengeschichtchen zusammengestellt und wir haben dann einen befreundeten Theatermaler, der auch Karikaturist ist, gebeten, die Zeichnungen dazu zu machen und daraus entstand ein sehr hübsches Büchlein, das man auch verschenken kann. Witze für die Notentasche, Anekdoten, Witze und heitere Begebenheiten aus der Welt der Musik. Ja, falls du Lust hast, kannst du das ja dir besorgen. Es gibt's im Buchhandel oder bei Amazon oder ja in jeder Buchhandlung. Gut, das war's jetzt für heute. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach es gut, deine Beatrice. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.